Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch eine weitere Möglichkeit zeigen, Malware oder irgendwelche nervige und unnötige Add-ons vielleicht, die in unserem Browser, in unserem Chrome-Browser installiert sind, beziehungsweise ja überhaupt, wenn wir vielleicht irgendwelche Warnmeldungen ständig bekommen oder wir ungewollt weitergeleitet werden auf andere Webseiten, wo wir überhaupt nicht hinwollen. Oder wir bekommen ja ständig irgendwelche Pop-ups oder neue Tabs werden vielleicht geöffnet, die wir nicht mehr schließen können. Und. Ja, also manchmal kann es passieren, dass unser Webbrowser gehijackt wird, ja, von irgendwelchen Webseiten, die dann ihre Unwesen treiben, wie eben Add-ons installieren und so weiter. Und nun, ja, also normalerweise machen wir uns da auf der Suche nach gute Antivirus- oder Anti-Spyware-Software. Diese müssen wir herunterladen und installieren. Allerdings, wenn wir Google Chrome-Nutzer hier sind, brauchen wir das alles nicht, denn Chrome hat hier, ja, kommt mit einem Feature, ein Built-in-Tool hier, mit der wir unsere PC oder Laptop halt ja, nach Malware scannen können und diese auch dann deinstallieren, loswerden, ja, falls da etwas gefunden wird. Das geht auch ziemlich einfach. Hier einfach hier auf dem Menü hier und Einstellungen. Ja, in Google Chrome hier auf unserer Einstellung, hier auf der linken Seite nochmal Einstellungen und hier erweitert, einfach aufklappen hier und hier ganz unten haben wir die Option zurücksetzen und bereinigen, einfach einmal draufklicken und schon haben wir jetzt hier die Möglichkeit, den Browser einmal zurückzusetzen. Wir wollen das aber nicht jetzt, wir wollen hier Computer bereinigen, ja, zack. Und hier haben wir nochmal die Möglichkeit, die, ja, die Details hier an Google zu senden. Wir können das aber auch deaktivieren, je nachdem, wie wir das wollen. Zack, zack. Und hier haben wir, hier steht ja, Chrome kann auf Ihrem Computer schädliche Software suchen und entfernen. Und einfach mit einem Klick auf Suchen. Und schon geht es los, ja, nach schädlicher Software wird gesucht halt. Das dauert jetzt je nachdem ein paar Minuten und wenn da etwas, ja, gefunden wird, dann, ja, wird es auch entfernt, unser Computer bereinigt. Meistens klappt das auch immer ganz gut. Ja, ich werde jetzt aber an der Stelle hier aufhören, denn das dauert ein bisschen, beziehungsweise ich mache mal kurz Pause und lasse das durchlaufen. Schau mal, wie lange das dauert. In meinem Fall und bin gleich wieder da, wenn das durch ist. So, das hat jetzt bei mir knapp 3,5 Minuten gedauert. Zum Glück hat er nichts gefunden hier. Wenn das, ja, wenn der Chrome hier etwas gefunden hätte, dann hätten wir jetzt auch die Möglichkeit, die Software direkt zu beseitigen, zu entfernen. Und wie gesagt, meistens klappt das auch ganz gut. Und dann spätestens nach einem Restart ist unser PC mehr oder weniger sauber. Ja. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Abo oder ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.